Einen wunderschönen guten Tag. Mein Name ist Christopher. Wir spielen Assassin's Creed. Der Controller ist auch an. Beim letzten Mal haben wir ein paar Sklaven gesucht. Sind zufälligerweise über einen vermissten Sohn gestolpert. Haben ein paar Menschen gerettet. Und dieses Mal wollen wir den Übeltäter an den Kragen. Euch aus eurer Heimat, wo ihr frei wart, und brachten euch her, um als Sklaven auf ihren Feldern zu sterben. In Asharkia schlachteten sie unsere Brüder wie Hunde. Jetzt wurden noch mehr von uns verschleppt. Nein! Es reicht! Ich versprach euch ein neues Leben. Ich gab euch mein Wort. Jeden Tag schließen sich uns mehr an. Von den kleinsten in Bagdad bis zu den größten. Allah ist mit uns. Unser Kampf ist rechtschaffen. Gerechtigkeit ist unser Schicksal. Allah ist groß. Allah ist groß. Es gibt keinen Gott außer Allah. Und Allah ist groß. Es gibt keinen Gott außer Allah. Es gibt keinen Gott außer Allah. Es gibt keinen Richter. Ich glaube, wir wollen dahin. Wenn ich mit dem Vogel mache, haben wir denn da die Möglichkeit? Die wollen Blut vergießen. Weißt du, dass ich dein Ende bin? Wow. Mutter hat. Gottes Willen, geh weg. Nein, halt den mich nicht. Nein, nicht tragen. Weg. Lass ihn fallen. Wenn sich dieser Sieg herumspricht, werden sich uns viele anschließen. Doan bin Arslan hatte Befehle bei sich. Er sollte ihm Nadin, der Befehlshaber, in Asharkia Bericht erstatten. Seine Vorgesetzten dort könnten die Hinrichtungen befohlen haben. Stehen da Namen? Nur Decknamen. Arroch und Ella Eshma. Nur der Orden benutzt solche Namen. Ich gehe zu diesem Nadin und sehe, was ich finde. Ich wünsche dir Glück. Ich muss zurück und auf Beshi warten. Sei vorsichtig, Ali. Ab jetzt macht der Kalif Jagd auf euch beide. Wenn man wirklich frei sein will, kann man sich nicht vor allem verstecken. Ich sollte zum Nadin, der Befehlshaber in Asharkia. So, liegt hier noch irgendetwas rum, was für uns interessant ist? Da hinten. Truhe. Jetzt haben wir genug Baumaterial gefunden für die nächste Verbesserung. Wir sollten vielleicht vorher irgendwo hingehen, vielleicht in das kleine Dörfchen, wo wir waren, um den Bekanntheitsgrad aufzuheben. Der ist etwas hoch. Übersetzung der Werke Euklids in Auftrag zu geben. Wer sich berufen fühlt, melde sich im Haus der Weisheit. Schlecht getroffen. Nicht hingucken. Böse. So.
Jetzt können wir das hier vorne noch abreißen und dann geht's weiter. Ich müsste hier sein. Am besten bleibe ich im Schatten. So. Ich meine, ich hätte jetzt Lust, ihn einem nach hierhin zu reiten, das hier zu entdecken, den Aussichtspunkt. Wir nehmen uns auch mal ein Pferd, das steht hier rum, das können wir gerne mal mitnehmen. Ich suche nur gerade. Ach, den haben wir. Nee. Warum ist das dann nicht etwas offener? Na gut, dann reisen wir doch zurück. Wobei, das können wir uns eigentlich auch sparen, weil wir da auch schon einen Punkt in der Nähe haben. Deswegen können wir schnell reisen. Machen wir das. Wir erkunden das noch einmal. Und ich hoffe, dass wir da ein bisschen die Karte aufdecken. Nee, das sieht tatsächlich nur so aus, wie es gerade aussieht. Die entdeckt werden möchte. Übrigens, den Lederer, den du empfohlen hast, habe ich nie gefunden. Im Hof mit den Dattelpalmen. Geh auf Erkundung. Laufen wir mal so weiter. Der Nadin, der Befehlshaber. Ich muss da irgendwie rein. Was siehst du, Sadiki? Hier gibt's ganz schön viel. Da ist ein Schlüssel, da ist eine Wache. Haben wir noch ein paar? Ich dachte mal, dass wir alle haben. Sie vertrauen mir den Schlüssel zu Ihrem Privatraum an. Das ist doch was, oder? Na toll. Ins Feuer gesprungen.
hoffe, der sieht uns nicht und nimmt uns nicht für wahr. Augenblick. Sehr schön. Die sind weg. Da oben hinten haben wir noch einen. Den schnappen wir uns jetzt. Zack, geschnappt. Wir gehen weiter zu ihm hier. Kommen wir zum Rätsel. Nicht genug, dass sie einen eigenen Raum haben. Wir müssen ihn auch einfach. Der läuft rum, das ist ungünstig. Was siehst du, Enkidu? Den Weg sollten wir vielleicht nicht weiter beschreiten. Haben wir eigentlich eingesammelt? Ich habe gerade keine Ahnung, was es war. Der hört uns nicht. Ich hoffe, dass er uns nicht sieht. Oder nur so, dass er gleich hinterher gerannt kommt. Nein. Der guckt da. Komm. Komm. Er kommt nicht. So, wir haben aktiviert. Aktiviert. Warum nicht? Aktiviert. Und beginnen. Sehr gut. Ich sehe ihn gerade nicht so recht. Okay. Soweit, so gut. Hier können wir wieder nach oben. Der hat ja zum Problem auf seiner Mauer. Ja.
Okay. Den wollte ich gerade holen. Zum Glück haben wir das nicht gemacht. Da draußen steht gerade keiner. Schade, dass das nicht funktioniert hat, dass wir den heimlich töten konnten, sondern da etwas den Kämpfen. Schwert. Das muss der Raum der Befehlshaber sein. Ich brauche den Schlüssel. Wer hat den Schlüssel? So auf den ersten Blick vermag ich es nicht zu beauskunften. Wir gehen einmal hier in Sicherheit. Da hinten ist eine Kiste, die nehmen wir gerne mit. Ich bedarf deiner Augen, Sadiki. Okay, der wird es wahrscheinlich nicht haben. Wie holen wir den da hinten? Einer hat sich ja riesig gefreut, dass er die Dinger... Was machst du denn? Sehr gut. Schön, dass wir noch den Weg gegangen sind. Ansonsten hätte es doof ausgehen können. Da vorne die alle zu schnappen. Es wäre rechtens, sie zu deiner Sklavin zu machen. Oh, sieh mich nicht so an. Wir stehen in Allahs Gunst, Jasur. Oder soll nur der mächtige El-Madihwar solche Freuden genießen? Sprich seinen Namen nicht aus, nicht einmal hier. Von uns allen macht er mir am meisten Angst. Du weißt doch, wie er ist. Wenn er von meiner Vergangenheit erfährt und Fehler findet, wo kann ich dann hin? Anders als du besitze ich keine Schiffe, Nadir. Du warst vielleicht nicht immer ganz ehrlich, aber du hast deine Treue mehrfach unter Beweis gestellt. Du hast kürzlich diese Aufständischen hingerichtet. Die Ausführung war noch kaltblütiger als sein Befehl. Vielleicht sollte er dich fürchten. Ich höre deine Stimme, doch deine Worte sind die des Scheitan persönlich. Scherze nicht. Ich will keinen Ärger, wenn er zurückkommt. Scheitan? Aus deinem Mund ist das das größte Lob. Es ist, wie ich sagte. Wir sind gesegnet und müssen nichts fürchten. Wo bleibt Doan? Er ist spät dran. Du sorgst dich zu sehr. Wie immer, Sadiki. Und deshalb bist du nur Aruch und ich bin El-Eshma.
Bitte verzeiht, Strategen. Dohan bin Aslan wurde ermordet und wir fürchten, es gibt einen Eindringling. Wir müssen euch in Sicherheit bringen. Ich wusste, dass etwas nicht stimmt. Dohan kommt nie zu spät. Na toll. Die zwei gehören zum Orden und sie dienen einem Dritten namens El-Mardichwar. Doch jetzt muss ich einen Weg hier rausfinden. Der ist so gütig. Was? Ich dachte, er war irgendetwas. Wow. Habe ich die Rüstung etwas erschrocken. Das ist ja ungünstig, dass da einer ist. Ich hoffe, dass der mal Bedarf hat, wegzugehen. Denn ansonsten... Fertig bin. So. Ich meine, geht's hier? Geht's da? In Sicherheit. Ich sollte zurück zu Fulad. Sehr schön. Wir gucken uns hier um. Oh. War nur das. Den haben wir noch nicht gefunden. Den Hinweis. Das machen wir dann beim nächsten Mal. Für heute war es das. Ich bedanke mich für deine Aufmerksamkeit. Schön, dass du dabei warst. Und gerne bis zum nächsten Mal. Bye.